Ich wieder zurück und ich habe wieder was Neues rausgefunden, nämlich es geht um die Artefakte. Die Artefakte sind in Anführungszeichen jetzt quasi unsere XP-Münzen, denn ihr seht jetzt, hier ist das nächste Artefakt und wir bekommen jede Woche wie damals mit den XP-Münzen bestimmte Orte, wo die Artefakte sind. Hier ist der nächste, nämlich beim Obstgarten. Also wir können lange suchen, es gibt jede Woche nur eine bestimmte Anzahl. Also, das ist nur schon mal die wichtigste Info. Wie gesagt, das hier ist am Obstgarten. Ihr seht es an meinem Skin schon, wenn ihr mal genau hinguckt. Ich habe mir eine Variante schon gekauft. Oben links in dem Bild seht ihr auch schon, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Wir sammeln das Ganze jetzt ein. Zack, vier Alien-Artefakte gefunden. Und in dem Sinne war es das eigentlich schon hier mit. Ich habe jetzt schon einmal Artefakte gefunden hier beim Wächterturm. Dann, wie gesagt, hier im Obstgarten. Dann die bei Catty Corner habe ich auch schon gefunden. Und den nächsten Ort werde ich gleich auch noch aufsuchen. Ach so, wir hatten noch einen hier in der Mitte. Da war nämlich auch einer. Das sind nämlich dann schon vier. Und der letzte, der mir noch fehlt, ist hier. Der wird nämlich da sein in dem, das schon in dem Palettenlager. Wir kennen es ja alle, das gute alte Sägewerk. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ihr braucht also nicht unnötig suchen. Es gibt diese Woche anscheinend nur fünf Stück zu finden. Ich gucke natürlich immer noch weiter rum, wie wir das Ganze besser lösen können. Aber derzeit, Stand meines Wissens, gibt es halt fünf Artefakte zu finden. A vier Stück, also insgesamt 20 Fragmente nur. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall trotzdem viel Spaß noch beim Leveln und haut rein.